Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Kapitel 4 wartet auf uns und ich will gar nicht lange drumherum quatschen. Ich klicke dieses wunderschöne Buch einfach mal direkt an. Ein wunderschöner Ladebildschirm bringt uns zu einer wunderschönen neuen Ebene. Ach, es ist einfach alles so wunderschön heute. Keine Ahnung, Leute, was ich geraucht habe in dieser kurzen Unterbrechung, die ich hier hatte, aber irgendwie ist es mir scheinbar nicht so wirklich gut bekommen. So, da drüben haben wir eine Truhe und natürlich haben wir hier wieder einen Sucher, der mich entdeckt hat. So ein Pech aber auch. So, ich würde gerne trotzdem so ein bisschen einfach weiter schleichen. Obwohl, das bringt ja meinem Skill auch nichts, wenn ich jetzt schleiche, wa? Ich will schleichen und, ach, fick die Henne, ganz ehrlich, ey. Komm her, du kriegst es auf die Fresse. So, ein Problem weniger. Ach, du bist ein... Nee, hä? Moment. Ich muss erstmal klarkommen kurz. So, also du bist auf jeden Fall ein echter Sucher, weil du eben schon hier warst. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher, ob der nur beschworen ist von ihm vielleicht. Nein, der lebt immer noch. Okay. Dann wird er jetzt Bekanntschaft mit meinem Hammer machen. It's Hammer Time. Come here, little kitties. On my laps. Guess who's back? So, die Sucherüberreste. Wollen wir mal gucken. Ja, schon wieder die Rolle des Chaos. Oh, das sind so schön viele Sachen, aber bla bla bla. Feuertronarchen beschwören haben wir sowieso schon. Haben wir sogar schon die Pro-Version von. Gibt es hier irgendwo so ein Mana-Ding? Ne, das ist nur so ein blöder Banner. Auch wenn er so rumleuchtet. Der hält sich für was Besseres als wir. Hier war doch irgendwo noch ein Sucher, den ich gekillt habe. Ach, egal. Ist doch egal. So, jetzt komm, ich brauche ein bisschen Mana mal hier, um mich zu heilen. Ist es denn zu viel verlangt? Ich denke mal nicht, dass hier noch irgendwo welche Sucher sind. 3 Stück in dieser Umgebung sollten reichen. Ach, ich höre hier doch schon wieder irgendwas. Ich schleiche einfach mal. Ich überlege gerade, ob ich Bogenschießen vielleicht irgendwo lernen kann. Da würde ich mal ein bisschen Geld investieren, notfalls. Damit wir es auf 100 haben und dann den Reset machen können. Schleichen. Ah, Mist, das sind die Fleischpeitschen wieder. Hab mich gerade schon gewundert, was da hinter mir so auf einmal abgeht, aber dann wusste ich es sofort. Die Fleischpeitschen sind wieder los. Schleichen gibt es garantiert in der Diebesgilde, könnte ich mir vorstellen. Sollten wir vielleicht einfach mal dorthin gehen. So, danke für diesen Zaubertrank der ewigen Heilung. Echt cool von euch, dass ihr den hier so hingestellt habt. Da geht's weiter. Dann gehe ich einfach mal in die komplett entgegengesetzte Richtung. Das wird dann am ehesten... Was? Schließt sich das hier gerade? Moment. Es hat sich hier einfach gerade geschlossen. Wie asozial ist das denn bitte? Na gut, dann bin ich da. Okay, hier bin ich scheinbar auch nicht so erwünscht. Warte mal, was war das hier gerade? Nee, eher so ein Ding. Das bewegt sich jetzt in eine andere Richtung. Okay, Moment. Schnell die Chance nutzen. Moin! Sucher! Okay. Also das war jetzt ein bisschen strange, ey. Komm, auf einmal die Gänge kommen einem wieder entgegen und du weißt überhaupt nicht, wo du hin sollst. Und dann kommt wieder ein Sucher. Ja, die Sucher, die finden einen immer ziemlich gut. Die machen ihren Job gut, kann man... Das muss man ihnen lassen. So, okay. Lass uns wieder den Bogen nehmen für den Anfang. Ein bisschen schleichen. Und dann gehen wir mal hier hoch. Also wenn hier keine... Wie heißen die anderen nochmal? Keine Schleicher mehr kommen... Dann weiß ich auch nicht. Holzkohle, Papier, Rollen der Lautlosigkeit. Ganz ehrlich, alles so eine Scheiße, die kein Mensch braucht. So, okay, da haben wir das nächste Buch. Und was ist es? Knirschende Klingen. Lasst uns mal diese Bücher lesen, Leute. Einfach nur so just for fun. Also die waren ja ganz unten. Diese Apokalyptika-Shit-Dinger da. Da, über Apokalyptika. Also, was haben wir gerade bekommen? Leere Hüllen und krachende Klingen, die schnappen und zucken und biegen. Das Opfer gewaltsam zu halten, bis Geist und Leben versiegen. Sehr poetisch, muss ich sagen.
So, die knirschenden Klingen, hatte ich die schon vorgelesen? Die Knochen schneiden und mahlen in feuchtwarmen, glühenden Essen. Reißen Fleisch von scheuen Gebeinen, ganze Körper bereit zum Fressen. Und natürlich nicht zu vergessen die Spähkugeln. Was die Welt leichten Mutes erobert, kann auch suchen nach glänzendem Tand. Raubt die Essenz aus allem und berichtet vom Nichts, das es fand. Was bedeutet denn Tand? Das weiß ich gerade gar nicht. Tand, von glänzenden Tand? Frag mich was Leichteres. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass ich hier irgendwo... Oh, guck mal hier, das habe ich jetzt ja fast doch fast übersehen, den Kokon. Mann, da hättest du wieder in den Kommentaren gehießen. Grants, du bist blind wie eine Schlange und doppelt so hässlich. Und dann hätte ich wieder geweint. Ach, da ging es weiter, okay. So, wollen wir nochmal gucken, ob die beiden Gänge jetzt wieder back in business sind. Nee, leider nicht. Ja, das finde ich jetzt aber, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Oh Mann, ey. Was ist denn los hier? Hier hat sich aber irgendwo was bewegt. Also irgendwo muss es jetzt weitergehen. Ah, hier. Guck mal hier. Augen auf beim Autokauf. So, da ist wieder sowas. Das ist hier aber auch alles komisch, ne? Da muss man ja mal so... Ah, war wieder nur so eine Fleischpeitsche. Egal. Kein Problem. Für uns... Wir stehen ja auf sowas, ne? So, keine Bücher, die irgendwie so wertvoll sind, dass man denken könnte, dass sie einem was beibringen. Okay, ein großer Seelenstein. Ansonsten nur irgendwelche Scheiße wieder. Bin zu faul, mir auch alle Sachen anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab doch keine Zeit! So, was ist denn jetzt los hier? Wo führt denn der neue Gang jetzt wieder hin? Hier sind zwei so eine komischen Statuen. Na, nee, okay, einfach hier weitergehen. Nicht beirren lassen. So, dort ist wieder mal ein Sucher. Entschuldigung. Ja doch, Sucher, ja, ja. Guck mal, hä? Wo kommt der denn jetzt auf einmal wieder her? Willst du mich verarschen? Aus dem Nichts hat er sich wieder her teleportiert. Nur weil er sich dachte, hey, hier muss Grants doch irgendwo sein. Wow, Alter. Moment, Moment, ich will nicht sterben. Und jetzt schnell die Sachen hier aufheilen, bevor die... Wow, genau, bevor diese harten Fleischpeitschen wieder kommen. Meine Güte, doch. Man hat's nicht leicht als Dovahkiin hier in dieser Welt. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich sag euch noch was. Ich mache hier einen Quicksave. Was man hat, hat man, ey. Wir haben es schon so weit geschafft jetzt in der kurzen Zeit. Ausdauer, ja, gib her den Lurch. Wir haben es schon so weit geschafft in der kurzen Zeit. Ich schleiche hier und ihr hört mich trotzdem. Ganz ehrlich, ich hasse euch. So weit geschafft, ey. Hast du Mitgift, bla bla bla. Untote vertreiben. Aha, kannst du mal sehen. Cooles Zauberbuch, Hammer, hey, das brauche ich nicht. Ich bin so cool. 30er Wert ist auch nichts Besonderes. So, warte mal, jetzt kann ich mich schon aufheilen hier. Bevor wir weiter gehen. Oh, Mann, 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 ey. Meine Seelenfalle ist auch schon wieder fast. Oder was heißt fast? Die ist leer. Auf dieser Waffe. Boah, das ist so krass, wie schnell die Ladung da runtergehen. Also, da muss ich mir echt nochmal was einfallen lassen. Nächstes Mal vielleicht nicht so viel Schaden auf die Waffen packen. Wobei ich eh sagen muss, vielleicht ist ein Effekt ja sogar besser auf einer Waffe, als unbedingt zwei darauf zu klatschen. So, hier haben wir wieder den Schalter. Da öffnet sich... Na, was heißt öffnet? Da bewegt sich auf jeden Fall etwas. So, schaffe ich das darüber? Oh, das schaffen wir. Bob, der Baumeister, hat gesagt, dass ich das schaffe. Und Bob, dem Baumeister... würde ich mein Leben anvertrauen, Leute. Ist ein guter Mann. Ist ein guter Mann, der Bob. Apropos Bob. Wer von euch guckt das Dschungelcamp? Bitte deabonniert mich. Ich habe es auch früher geguckt, muss ich ehrlich zugeben. Wenn man jung ist, dann reizt einen das, glaube ich, auch einfach mehr. Inzwischen finde ich es einfach nur lächerlich, langweilig. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, warum man sich das anguckt. Ich sag mal so, die Erfahrung an sich ist bestimmt ganz lustig. Man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt so ein... Oh, warte mal, jetzt sieht das hier so aus, als ob hier gleich was passiert. Man weiß ja nicht, inwiefern das jetzt wirklich ein richtig im Dschungel ist oder ob das halt wirklich irgendwie ein abgezäuntes Gebiet, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine.
Aber die Erfahrung an sich stelle ich mir recht cool vor. Also ist nicht so, dass ich die ganze Sache an sich scheiße finde. Ich finde es halt nur Quatsch, sich das anzugucken. Also gibt mir inzwischen halt nichts mehr, wenn ich mir das angucke. Wie gesagt, als ich noch jünger war, habe ich das auch immer geschaut. Aber Geschmäcker ändern sich halt. Mitmachen wäre natürlich wieder was anderes. Ja gut, wenn das jetzt so im Fernsehen läuft, würde ich dann nicht mitmachen. Aber so eine Erfahrung an sich immer zu machen, ist bestimmt eigentlich lustig, oder? Mal so in so einem Camp zu sein, so im Dschungel oder so eine Prüfung zu machen, wo man so über sich hinauswachsen muss. Finde ich eigentlich interessant, aber... Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt wollen, dass die ganze Republik dann mir dabei zugucken muss. Also so nötig habe ich es dann doch noch nicht, dass ich mich in die Öffentlichkeit drängen muss. Nee, nee, nee. Mein Exhibitionismus befriedige ich hier schon mit den Let's Plays. Oh ja, schöner kann man es, glaube ich, gar nicht mehr sagen. So, da hat uns ein bisschen Gold gebracht. Das ist schon mal sehr schön. Eine goldene Diamantenhalskette da. Meine Güte da. Schönes Ding, auf jeden Fall. Ach, komm, nimm mit. Oh, guck mal, das ist ordentlich was wert. Nehmen wir auch noch mit. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Und ich habe schon mir gedacht, dass hier ein Sucher kommt. War, also, dass überhaupt was passiert, war ja klar, aber was genau? Das stand noch in den Sternen. So, gut, hier ist die nächste Gang. Der macht dort auf. So, was ist hier los? Ich will da rein! Da gibt's einen Kokon. Von wo waren wir gekommen? Von dort, oder? Ich meine schon. Yo, Leute, sorry für den kurzen Cut. Die Aufnahmesession wurde je beendet. Okay. Ich habe ziemlich viele Folgen das letzte Mal am Stück aufgenommen. Und ja, irgendwann ist Skyrim einfach abgekackt. Das war hier an der Stelle, wo ich hier um die Ecke gegangen bin, quasi. Ihr habt es ja gerade eben selber gesehen. Und ja, jetzt sind schon wieder ein paar Tage vergangen, seit ich gezockt habe. Und ich muss jetzt eigentlich nur mal eben so 3-4 Minuten aufnehmen, damit ich die Folge dann komplett habe. Sucher beschwören, das haben wir schon. Kleine Seelensteine, ja komm, nehmen wir mit. Und ja, wenn wir das haben hier, dann geht's hier vorne direkt weiter. Ja, genau. Okay, die Truhe hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht durchsucht. Ich habe schon mal, ich hau mal eben Quicksave raus. Ich habe den anderen Kerl da hinten schnell gekillt, damit wir das schon mal hinter uns hatten. Und ja, jetzt geht's hier direkt weiter. Ihr habt quasi nichts verpasst. Und ja, inzwischen habe ich auch die ganzen Kommentare gelesen und ich habe gesehen, dass mir schon viele Leute damals unter das andere Video geschrieben hatten, dass man nochmal zurückgehen sollte und sich diese Kugeln anschauen muss. Aber ich muss wirklich sagen, Leute, ich habe die dort echt nicht gesehen. Also die waren auf diesem hellen Hintergrund, habe ich die wirklich einfach scheinbar übersehen. War keine Absicht, keine Sorge. Aber ja, alle Leute außer mir haben es natürlich gesehen. Aber hey, das ist halt die typische Let's Player-Krankheit. Wenn man so übelst viel am Quatschen ist, dann übersieht man leider dafür umso mehr. Glücklicherweise bin ich da ja nicht der Einzige. So geht es ja vielen Let's Playern. Ach so, warte mal. Ah, moin. Ein großer Sucher. Oh, ein großer Sucher. Der ist neu, ne? Oder ist er einfach nur mit Pervol gewaschen? Man weiß es nicht. Na, guck mal. Mal schauen. Ah, stirb. Oh, der große Sucher, der ging aber leicht down jetzt, muss ich sagen. Da muss ich doch gleich mal direkt schauen. Lass uns mal eben ganz kurz in die Einstellung schauen. Bei Gameplay. Ne, ist noch auf Meister. Ich habe manchmal ein bisschen Schiss, dass sich das verstellt, wisst ihr? Deswegen wollte ich gerade mal lieber nachschauen, ob das alles noch so seine Ordnung hat. So ein bisschen Gold haben wir hier. Und das scheint schon das letzte Rätsel zu sein. Wenn wir das haben, dann kommen wir scheinbar... Ein kleiner Irrgarten. Mhm. Kommen wir scheinbar zu seinem Dingens. Ja, auf jeden Fall sieht das so aus. Wir können hier mal das erste Buch hinlegen. Das hat was hier mit dem Auge zu tun. Da würde ich sagen, das ist die Spähkugel. Zum Glück haben wir die ganzen Bücher eingesammelt, Leute. Ding, 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 ding. Schwein gehabt. So, Eichelhaut. Nein, Quatsch. Die Eichenhaut haben wir natürlich schon. Weil wir so ein übelster Pro-Gamer sind. So, was ist das jetzt? Irgendwas mit Tentakel. Knochenlose Glieder wahrscheinlich.
Der leuchtet jetzt aber nicht so schön wie der andere. Habe ich den jetzt etwa falsch gelegt? Okay, warte, ich muss die Waffe nehmen, damit wir dauerhaft rollen können. Ey. What? Scheiße, Leute, ich hänge hier. Boah, okay. Hä, wo hing ich denn? Hä? Warte mal. Ich kann ne... Doch, jetzt kann ich mich wieder so bewegen. Eben ging das nicht. So, was ist das jetzt hier? Irgendwas mit Scheren. Ja, okay. Das muss ja das sein. Das leuchtet jetzt wieder so schön. Hm. So, aber das letzte Teil hier... Was bleibt uns dann jetzt noch? Knirschende Klingen. Ja, es muss das ja eigentlich sein. Okay, Leute, bevor wir den Spaß hier allerdings machen, würde ich mal sagen, machen wir das erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Sorry für diesen kurzen Cut, den ich dort hatte. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Macht's gut, ciao.